Liebe Fans, da die Spieltagskonferenz an diesem Osterwochenende vorher ausgefallen ist, haben wir unseren Trainer einfach so geschnappt. Trainer, schön, dass Sie da sind. Das Osterfest steht an, aber eine sehr trainingsintensive Zeit natürlich auch. Werden Sie denn ein, zwei Stündchen auch finden, um Ostern ein bisschen zu feiern wenigstens? Ja, ich denke schon. Also wir haben es so organisiert, dass die Spieler zumindest mal den Ostersonntag, den Vormittag mal frei haben und dann auch mit ihren Kindern zusammen wenigstens Ostereier suchen können. Ansonsten ist es so, dass durch das Spiel am Montag wir natürlich trainieren müssen. Aber es ist alles okay, das gehört einfach dazu. Wir kennen es kaum anders, muss man dazu sagen. Wir haben immer die Wochenende zu, das gehört, das ist Normalität. Und jetzt ist es ein bisschen anders, weil es halt noch der Ostermontag ist. Aber wir machen kein großes Aufhebens draus, sondern freuen uns einfach darauf, dass wir ein Abendspiel haben und hoffentlich bei dem guten Wetter wie jetzt. Dann erzählen Sie uns gerne, wie die personelle Situation aussieht. Yannick Gehr hat angesprochen, der die letzten Spiele leider nicht mit dabei sein konnte. Wie sieht es personell in dieser Woche aus? Ja, wir haben so ein paar komische Dinge in dieser Woche. Angefangen von Felix Klaus, der am Sonntag bei dem Reservistentraining auf den Rücken gefallen ist und seitdem nicht trainieren konnte, weil er mit dem Rücken Probleme hatte. Genauso wie Daniel Ginczek, der am Montag schon verschnupft kam, dann Dienstag auch Rücken und heute das Training abbrechen musste, grippalen Infekt. William, der das Spiel ja nicht machen konnte zuletzt, weil er so ein bisschen Probleme hatte. Da sind wir im Aufbau. Rosillon hat nach dem Spiel muskuläre Probleme gehabt. Also es war schon ein bisschen was los in der Woche. Und deswegen ist es sogar ganz gut, dass wir erst Montag spielen, sodass der eine oder andere noch eine Möglichkeit hat, zurückzukommen. Wie sah diese Trainingssteuerung aus in dieser Woche? Man hat einen größeren Zeitraum gehabt bis zum nächsten Spiel, Samstag bis Montag. Wie sah die Trainingssteuerung aus? Ja, wir haben auch uns vorher schon Gedanken gemacht, schon vor 2-3 Wochen, wie gehen wir das Ganze an und haben uns entschieden, dass wir Dienstag und Mittwoch so intensivere Tage machen. Dann einen Tag wie heute am Donnerstag ein Stück regenerieren, den Karfreitag frei machen und dann Samstag und Sonntag uns top vorbereiten, plus der Montagvormittag noch dann auf Frankfurt und ich habe das Gefühl, dass es ganz gut aufgehen könnte, um einfach auf der einen Seite nochmal einen kurzen Input zu geben, auf der anderen Seite aber auch Frische zu bekommen, die wir einfach gebrauchen gegen die Eintracht. Eintracht Frankfurt angesprochen, im Hinspiel war man so ein bisschen nach, ich glaube, 10 siegreichen Spielen in Folge, der Spaßverderber, könnte man sich jetzt auch wieder gut vorstellen. Wie geht man in dieses Spiel rein? Ja, die Eintracht macht es sehr, sehr gut. Ich glaube, sie hat unheimliche Euphorie getankt durch den Pokalsieg, das hat man gespürt. Dann aber auch durch die Auftritte in Europa. Das waren so für sie so Knackpunkte, wo es nach oben gegangen ist. Da haben eine unheimliche Fanbase, die das Ganze unterstützen. Und dadurch ist es eine riesen Euphorie. Haben vorne einfach wirklich mehrere Torjäger. Aber die gesamte Mannschaft macht es einfach gut in ihrem System. Und wir haben es im Hinspiel wirklich sehr, sehr gut gemacht. Genau diesen Tag brauchen wir wieder gegen die Eintracht. Freue mich drauf, weil es einfach ein sehr, sehr guter Gegner ist. Und wir einfach glauben, dass wir trotzdem auch dagegen halten können. Vielen Dank und viel Erfolg. Danke.